So, hallo. Ihr hört einen gebrochenen Connen nach einer Aufnahme, es war nicht abzusehen, wohin sich diese Aufnahme entwickelt. Sagen wir es so, es war nicht abzusehen, wohin sich diese Aufnahme entwickelt. Teil 1. 1 Stunde 20 Minuten. Ohne Ton. Ich hab's dann nach 1 Stunde 20 Minuten gemerkt. Und ab da gibt's dann wieder Ton. Ich muss jetzt diese 1 Stunde 20 Minuten euch irgendwie anhand des VLC-Players einigermaßen zusammenfassen. Vorher eine wichtige Information. Das habe ich auch im Video gesagt, da werde ich dann gleich drüber skippen, weil ich da erst viel gelabert habe. Aggressor hat mir auf Twitter eine coole Liste geschickt, in der er mir geschrieben hat, was mir noch so alles Mögliche fehlt. Zum Beispiel, welche Charaktere sinnvoll sind abzuschließen. Ne? Zum Beispiel hat er geschrieben, bei Isaac sollte ich Delirium machen, bei Maggie sollte ich Hush und Delirium machen und so weiter und so fort. Ich habe also in gewisser Weise eine Art Wegweiser, bei welchen Charakteren welcher Unlock sinnvoll ist. Andere Unlocks geben halt vielleicht nicht ganz so gute Items etc. Dann hat er mir geschrieben, und das ist jetzt sehr relevant für diesen Part, dass es auch noch so Achievements gibt, die man halt, ja, von denen man praktisch nichts weiß und die man einfach bekommt, aber wenn man sie weiß, dann arbeitet man halt eher darauf hin. Ich lese die kurz vor, das habe ich im Part auch gemacht, weil das ist wichtig, dass ihr die wisst. Zum Beispiel das Achievement, 5 Regenbogenhaufen kaputt zu machen. Das Achievement, einmal in einem Bett zu schlafen. Und daran sieht man schon, ich habe schon oft in einem Bett geschlafen, aber nicht seit Afterbirth Plus. Und da ist das wohl erst dann aktiviert worden. Deswegen gilt es nicht. 3 Batterie-Items in einem Run aufsammeln. 2 Tech-Items in einem Run aufsammeln. Habe ich schon mal gemacht, war allerdings in einer Challenge und in einer Challenge gilt das Achievement wiederum nicht. Rubber-Cement 5-mal einsammeln, 10-mal in einem Bett schlafen und so weiter und so fort. Dann kommt auch noch dazu, ein Victory Lap vervollständigen. Works only when. Ah, shit. Jetzt verstehe ich, was ich falsch gemacht habe. Ich verstehe gerade, was ich falsch gemacht habe. Ich verstehe gerade, warum das Ende meines Parts jetzt nicht ganz so zufriedenstellt. Oh nein. Ich habe es falsch verstanden. By complete a victory lap steht dahinter, works only when finishing on the lamp. Und ich dachte, ich muss den ersten Run by the lamp beenden und nicht den zweiten. Ich muss das Victory Lap by the lamp beenden. Fuck. Ich bin noch gebrochener als gerade eben. Okay. Pick up 3 Star-Items in einem Run. Get 5 Items from Battery Bumps. Das muss nicht in einem Run passieren, das kann man aufteilen. Und man soll 10 von diesen Batteriebettlern töten. Ja. Außerdem gibt es noch 5 Win-Streaks mit verschiedenen Charakteren. Man muss bis Lamp in 20 Minuten kommen und es besiegen. Man muss Lamp besiegen, ohne Herzen, Münzen und Bomben jemals eingesammelt zu haben. Ein 5 Win-Streak in Daily Challenges gibt es. 3 Victory Laps beenden und ein viertes starten und auch das wieder nur mit The Lamp. Ich dachte, man muss. Oh nein, ich dachte, ich muss den ersten Run auf Lamp beenden und dann ist es egal, wie ich das Victory Lap beende. Scheiße. Das Ding ist nämlich, wie ich das Victory Lap beendet habe. Ich bin noch nicht sicher, ob ihr das gut finden werdet. Aber ich werde jetzt mal nicht zu weit spoilern. Ich werde da jetzt mal nicht zu weit spoilern, denn dieser Moment. Das Victory Lap ist größtenteils dann wieder mit Ton. Ich habe nämlich während des Victory Laps gemerkt, was los ist. Ach, Scheiße. Oh, nee. Oh, nee. Jetzt verstehe ich, warum das nicht gegolten hat. Und ihr versteht gerade noch gar nichts. Außerdem gibt es ein Achievement für Pandoras Box in Darkroom einsetzen. Es gibt ein Achievement, 99 Münzen zu sammeln und sie alle wieder auszugeben. Und es gibt ein Achievement für 50 Items in einem Run zu haben. So,
Das dazu. Jetzt starten wir in den One. Jetzt sind wir mal so, ich bin jetzt mal so, als würden wir den One gerade starten, okay? Das habe ich euch vorher auch erzählt. Also nicht den Teil mit dem Victory Lab, weil ich da noch nicht wusste, dass ich ein Victory Lab machen werde. Aber das habe ich euch da auch erzählt. Deswegen hier ist ganz viel Gelaber. Da kann ich durchklicken. So, wir starten den One. Wir bekommen Items. Ihr könnt so ein bisschen am Rand sehen, was für Items wir bekommen. Bisher ist es nicht weiter spannend. Ganz kurz, mein Ziel dieses Runs war, das Messer zu holen. Also so habe ich diese Aufnahme gestartet. Mein Ziel war nicht diese Achievements. Mein Ziel war, das Messer zu holen und das Messer bei der Tür zu probieren. Das war mein Ziel. Das war, was ich tun wollte. Das war, was ich tun wollte. Nur ganz kurz dazu. Wie sich der One entwickelt, der Anfang ist jetzt wirklich recht unspannend, da kann ich jetzt einmal durchskippen. Das ist einfach ganz normales Rumgekämpfe, dann haben wir hier Lard bekommen, ne, HP ab und so weiter, ganz normale Items. Es ist alles in bester Ordnung. Conan ist happy. Conan spielt einfach einen normalen One und freut sich der Dinge, die er hier bekommt. Ich habe die Blue Map beim Shop gekauft. Kann man so anbieten, ne? So, dann deswegen gehe ich auch in sämtliche Geheimräume rein und so weiter und so fort. Alles ein ganz normaler One. Es ist nichts Besonderes. Es ist nichts Besonderes. Hier habe ich den Geheimraum freigesprengt. Vorher habe ich noch den blauen Stein freigesprengt. Da hat mir nochmal eine Bombe gegeben und so weiter. Ihr seht ja auch am Rand, was wir haben, ne? Das habe ich auch. Ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Part gemacht habe oder dem anderen. Habe ich das in dem Part gemacht oder in dem anderen? Wartet mal kurz, ich muss mal ganz kurz zurückscrollen. Ne, das habe ich dann in einem anderen Part gemacht. Das habe ich in einem Part davor gemacht, okay. Wollten sagen, da habe ich die Anzeige hier verändert. Passt schon. Alles gut, alles gut, alles gut. Genau, das war eine XL-Ebene, deswegen gab es hier auch zwei Items. Dann gab es hier noch ein Damage-Up. Schöner Start, alles in Ordnung, alles bestens. Und wir bekommen direkt als erstes einen Satan-Deal. Da gehe ich natürlich nicht rein. Ihr kennt den Spaß. Ich warte natürlich auf den Angel-Deal. So. Dann gehen wir also in Downpour. Oder ich glaube, es war Drost in dem Fall. Ich glaube, es war Drost 2 in dem Fall. Der hat also direkt geskippt. Wir sind also in der Ebene, in der man sich das Messer holen kann. Ich möchte kurz darauf hinausweisen. Wir sind in der Ebene, in der man sich das Messer holen kann. Ich entscheide mich dafür, erstmal schnell den Boss zu machen, damit wir den Engelraum vielleicht bekommen können. Na, ihr seht, das läuft gut. Boss ist easy erledigt. Engelraum ist da. Hole ich mir erstmal das Stat-Up-Ding und gehe in den Engelraum. Alles cool soweit. Alles cool soweit. Da konnte ich mich jetzt eine Weile nicht ganz entscheiden, was ich nehmen wollte. Hab ein bisschen nachgeguckt, bisschen nachgeforscht, habe mich dann am Ende für den Engel-Follower entschieden. Irgendwann habe ich mich dann entschieden. So, da habe ich mich dann entschieden und habe gesagt, okay, ich nehme Seraphim mit. Das erste Item, um Seraphim zu werden, by the way. Ja, dann bin ich rausgegangen. Und dann habe ich ein bisschen geschrien. Ich weiß nicht, warum ich da kurz stehen geblieben bin. Jetzt, wo ich mir das im Nachhinein angucke, sieht es echt bescheuert aus. Als ich es gespielt habe, kam es mir vor, als wenn ich versehentlich reingelaufen wäre. Ich bin einfach in die blöde Fallgrube gelaufen. Schaut euch den Müll an. Ich wollte das Messer holen. Ich habe halt den Boss nur vorher gemacht. Wieso kann das Spiel nicht so eine Option haben, wo man versehentlich über diese Trapdoor läuft und das Spiel fragt einen, hey, möchtest du den Raum wirklich verlassen? Willst du wirklich darunter? Oder bist du einfach nur ein dummer Conan, der da drüber gelaufen ist? Nee, das Spiel fragt das nicht. Ja, jetzt war ich erstmal eine ganze Weile im Pausemenü und hab geschwiegen. Ich konnte es nicht glauben. Ich konnte es nicht glauben, was ich fabriziert habe. You had one job, das scheiß Messer zu holen. Das scheiß Knife Piece 1 zu holen. You had one job und du gehst in die scheiß Trapdoor. Du Vollidiot. So. Dann
habe ich mir gedacht, okay, scheiß drauf. Wir machen jetzt aus dem Run was anderes. Wir machen aus dem Run was anderes. Wir machen aus dem Run jetzt eine Achievement-Jagd, habe ich mir gedacht. Ich habe ja die verschiedenen Achievements gelesen von Aggress und ich habe gedacht, okay, wir probieren ein paar der Achievements aus. Einiges sollte doch möglich sein. Ich sammle jetzt 99 Münzen. Ich sammle jetzt einfach 99 Münzen und gebe sie aus. Wenn ich gezielt darauf hinarbeite, müsste das doch möglich sein, habe ich mir so gedacht. No? Das heißt, der nächste Teil dieses Runs besteht jetzt darin, dass ich mir das Ziel gesetzt habe, möglichst viele von diesen Achievements zu holen. Und wir halt den Run einfach beenden. Und eines der Achievements war ja, jetzt habe ich hier eine goldene Bombe bekommen, deswegen sprenge ich jetzt alles kaputt. Und eines der Achievements war ja, dieses Victory Lap zu beenden. Ein Victory Lap beenden gleich ein Achievement. Aber man muss das Victory Lap, jetzt verstehe ich das, jetzt zum Zeitpunkt dieser Neuaufnahme verstehe ich das. Man muss das Victory Lap by the Lamp beenden und nicht die erste Runde. Mein Ziel hier war jetzt nämlich, da habe ich dann so drüber geredet, okay, wir gehen zu The Lamp und machen dann einfach ein Victory Lap in die Chest. Das war mein Ziel. Das war mein Ziel. Bin nach wie vor nicht schlüssig, ob das, was dann während der Victory Lap passiert ist, ob das gut ist oder nicht. Ich glaube, ihr werdet mich hassen. Ich glaube, ihr werdet mich danach ein bisschen hassen. Wir werden sehen. Noch weiß ich gar nichts. Noch weiß ich gar nichts. So, da habe ich dann den Geheimraum gesprengt und der Geheimraum offenbarte mir eine Blutmaschine. Da war ich ein bisschen lost und habe vorher Geld ausgegeben. Na, ich war ja eigentlich, war ich ja auf, ich will 99 Münzen sammeln. Da war ich ein bisschen lost, weil diese Münzen sollte man natürlich nicht vorher ausgeben. Na? So. Aber jetzt, wo ich die Blutmaschine gesehen habe, habe ich dann erst recht entschieden, okay, wir gehen auf 99 Münzen. Denn ich habe ja ganz viele Herzen, die ich da aufgeben kann. Insofern läuft die Geschichte ganz gut durch. So, jetzt skippe ich mal wieder ein bisschen vor. Ich skippe mal wieder ein bisschen vor. Da haben wir dann halt halb jetzt verschiedene Sachen aufgemacht, habe Items geholt und so weiter und so fort. Das kann man alles liegen lassen. Mir ging es um die Münzen. Ich habe aber, glaube ich, den Boss direkt gemacht. Genau, den Boss habe ich direkt gemacht. War auch gar kein Problem. Seht ihr ja, alles easy. Alles easy going. Engelruhm taucht auf. Und Engelruhm gibt mir glücklicherweise das Holy Shield, was sehr praktisch ist. Denn damit kann ich pro Raum einmal getroffen werden, ohne dass es irgendeine Konsequenz hat. Außer dass halt das Holy Shield dadurch kaputt geht. Sie gibt mir also einen Gratis-Hit pro Raum. So, da haben wir dann auch noch gegen den Engel gekämpft. Alles kein großer Act. Dann gehen wir zurück. Hier kann ich wieder ein bisschen durchskippen. Na, jetzt ist mein Ziel, möglichst viele Herzen zu offenbaren. Ach so, da haben wir jetzt übrigens noch ne Dings freigelegt. Und der hatte schönerweise dieses Item hier, das mich schützen kann, wenn ich getroffen werde. Was sehr praktisch ist, um damit die Donation-Maschine zu farmen. Habe ich mich schon gefreut, so von wegen, yo, ich kann die Donation-Maschine farmen. Krieg jetzt also schnell ziemlich viele Münzen zusammen. Sie wollte nicht, sagen wir es so. Sie wollte nicht. Gut, habe ich mir gedacht. Ja, dann halt nicht, ne? Ich kann auch anders Münzen holen. Ich kann mir auch anders Münzen holen. Ist kein Thema. Ich kann mir auch anders Münzen holen. Bin in den Shop gegangen, habe gedacht, ich habe ja goldene Bomben. Also, was tue ich? Ich spreng die Donation Machine. Ich spreng die einfach. Ich spreng die so lang, bis ich 99 Münzen habe, habe ich mir gedacht. Habe ich getan, wie ihr seht. Und danach gebe ich diese 99 Münzen einfach aus. Easy. Das war der Plan. So, dass ihr versteht, was ich hier tue. Also jetzt kaufe ich praktisch alles und hoffe auch im nächsten Shop auf schöne Sachen, dass ich diese 99 Münzen wieder ausgeben kann. Kann man natürlich auch anders ausgeben, die 99 Münzen. Habe ich dann auch gemerkt. Habe mir dann auch zum Schluss gedacht, Moment mal,
Die 99 Münzen kann ich ja auch. Na, Kollege? Wo läufst du hin? Hast du so lange gebraucht, dass es dir eingefallen ist? Wow. Fällt es dir immer noch nicht ein? Hallo? Du hast da was vergessen. Ja, okay, jetzt geht er zurück. Ist mir ein bisschen später eingefallen, offenbar. Ich dachte, es ist mir sofort eingefallen. Er ist mir ein bisschen später eingefallen, dass ich ja auch hier Münzen reinzahlen kann. Und habe dann einfach wieder alle Münzen eingezahlt, die ich konnte, bis das Ding halt gesagt hat, pff, genug Münzen, mehr will ich nicht. Also haben wir jetzt noch 21 Münzen, die wir ausgeben müssen. Dann bekommen wir ein Achievement. So zumindest der Plan. Wir gehen weiter in Devs 1. Ich glaube, es war Necropolis 1, ist ja auch wurscht. Ich habe einen goldenen Schlüssel bekommen, deswegen kann ich hier alles Mögliche mit Schlüssel öffnen. Dummerweise, weil ich einfach ein dummer Vollidiot bin, sammle ich jetzt wieder Münzen ein. Ich wollte sie ja eigentlich ausgeben. Nein, ich sammle sie erstmal wieder ein. Gut. Also, sammeln wir wieder Münzen ein, ist halt so. Ach, da wollte ich eine Sache ganz kurz mal nachgucken. Ich wurde hier getroffen und zwar sofort getroffen. Ich wollte mal schauen, wann mein erster Hit hier das Holy Shield kaputt gemacht hat. Das habe ich nicht gerafft. Ach, da war das Holy Shield kaputt. Okay, habe ich nicht gesehen, weil bei dem Treffer, der gerade jetzt passiert ist, habe ich mir gedacht, hä, wann habe ich denn mein Holy Shield verloren? Und dachte so, vielleicht sind das irgendwelche speziellen Gegner, aber gut, sind's nicht. Ich bin einfach nur wieder blind. Finde ich gut. Conan reagiert auf seine eigene Blödheit. So kann man eigentlich. Der Part ist vor allem in welche Richtung. Ach, Mann. In welche Richtung sich das Victory Lab entwickelt hat. Ich bin jetzt ein. Oh, ich werde nicht. Ich sag nichts. Ich sag nichts, das seht ihr dann selber, weil das ist dann wieder der normale Run. Na, das ist dann da springe ich dann wieder rein. Das heißt, ich werde mich dann hier nachher in einer Stunde 20, werde ich. Also, ich skipp's ja durch. Wie lange nehmen wir denn jetzt auf? Wir sind jetzt bei einer halben Stunde und ich kommentiere jetzt seit 17 Minuten. Okay. Ich werde ja nachher dann hier, wenn wir hier hinten sind, na, dann werde ich sagen, okay. Ciao, jetzt übernimmt wieder der Vergangenheitskonnen, der gerade das Victory Lab spielt und gerade festgestellt hat, dass die Aufnahme ohne Ton ist. Und in diesen Konnen müsst ihr euch dann hineinversetzen. In diesen frustrierten Konnen, der gerade festgestellt hat, dass eine Stunde 20 Minuten einfach ohne Ton gelaufen sind. Und ihr nichts, faktisch nichts mitbekommen habt. Nichts, außer. Ich fasse das jetzt zusammen. In diesen Konnen müsst ihr euch hineinversetzen, wenn wir hier hinten angekommen sind und ich sage, jetzt gebe ich ab. In diesen Konnen. Okay, danke. So, weiter im Programm. Also, Ziel ist nach wie vor Geld ausgeben. Ich sammle immer mehr Geld ein. Kann man machen. Hier bin ich Seraphim geworden, weil ich noch ein Engel-Item eingesammelt habe. Kann man machen. So, ich sammle weiter Geld ein, weil, weiß ich nicht, Dummheit. Ich sammle weiter Geld ein. Ich will es ausgeben, aber ich sammle es ein. Fragt mich nicht. Wahrscheinlich habe ich mir gedacht, okay, kann ich eh ausgeben. Also wahrscheinlich habe ich mir genau das gedacht. Ich weiß es nicht mehr, was ich mir gedacht habe. Ist auch schon wieder 2 Stunden her. So, ja, wir spielen weiter. Kommen halt Räume, es kommen Räume, wir sammeln Sachen ein, wir sammeln Geld ein, wir kommen in den Shop. Und ich denke mir so, okay, Shop, ich gebe Geld aus. Natürlich gebe ich noch kein Geld aus, denn erstmal kommt natürlich der gute Greed und auch hier, ich sammle das Geld ein. Ich kann es einfach nicht liegen lassen. Ich kann es einfach nicht. Ich muss Geld einsammeln. Ich will das Achievement, dass wir Geld ausgeben. Ich sammle Geld ein. Okay. Gut. Gut. Sammel Geld ein, Kollege. Ist in Ordnung. So. Wir gehen weiter. Da habe ich jetzt Bobs Brain liegen sehen. Und ich meine, es ist doch klar, ne? Bobs Brain nimmt man nicht mit. Niemand nimmt Bobs Brain mit, weil es sprengt einen einfach selbst. Aber Conan wäre nicht Conan, wenn er Bobs Brain nicht mitnehmen würde. Ich habe mir halt so gedacht, hey, Bobs Brain, ich bin so gut schon unterwegs, so schlimm kann es nicht sein. Und hey, wir haben endlich die Möglichkeit, Geld auszugeben. Wir geben jetzt richtig viel Geld aus. Hat leider auch nicht funktioniert. Man kann es nicht ändern. So, da habe ich mir dann coole Items angeguckt und dachte, ja, wir haben 2 davon. Das war leider Bad Trip. Das nehmen wir dann nicht noch ein zweites Mal. Ist okay.
Gehen wir also weiter. Jetzt endlich Richtung Boss. So, hier wurde ich noch ein paar Mal getroffen, habe mich ein bisschen geärgert, wie dumm ich eigentlich spiele. Geschenkt, da setzt sich das Schild ein. Es ist halt so. So, dann habe ich mir das blaue Herz hier unten wieder geholt, weil es da halt rumlag. So, wir können wieder ein bisschen vorskippen. Das ist ein interessanter Raum gewesen mit ganz vielen Steinen. Da war auch einer von denen ein blauer Stein und so weiter und so fort. Und dann bin ich hier irgendwie aus einem Grund nochmal zurückgelaufen, weil noch Räume ungeklärt waren. Ach, und weil ich noch das Item... Ich glaube, da war ich noch gar nicht im Itemraum. Warte, war da drüben der Itemraum? Nee, da war ich drin. Nee, war. Passt schon. Na, haben wir Boss besiegt. Und bekommen noch den Luck Key. Kann man machen, ist nicht weiter. Latch Key ist Luck Up. Scheiß drauf, wie es heißt. Ist in Ordnung. So, wir kommen weiter. Ich sehe die Tür. Probiere natürlich in sie reinzukommen. Ich habe hier ein paar Sachen gesagt, wie zum Beispiel, ich würde gerne das Messer da reinstecken. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich weiß nicht, ob das eine Art Fenster ist. Ob das irgendwas ist, wo man was Viereckiges reinstecken muss. Keine Ahnung, okay? Ich wusste es nicht, wie man dieses Ding aufmacht. Und ich sehe auch jetzt, ich habe hier noch nicht den vollen Schlüssel dabei. Okay. Meine Vermutung war auch, ob ich das Ding mit Dad's Key öffnen kann. Ich weiß es bis jetzt nicht, ob ich es kann. Okay? Mehr sage ich dazu nicht. Ja, komm, Junge, probier gar nicht. Das Schwachsinn. Also ich hampel da mit der Tür ein bisschen rum, dann hampeln wir ein bisschen durchs Level. Ich glaube, da ist nichts Spannendes passiert, außer dass ich noch mehr Münzen eingesammelt habe. Obwohl ich ja Münzen ausgeben will. Geschenkt. Alles geschenkt. So, dann ist hier eine Arcade und ich denke mir so, ja, nice, Arcade, hier kann ich Geld ausgeben. Gut, kann ich theoretisch, hätte ich tun können. Hier ist ein Elektrobatteriebettler und eigentlich wollten wir von Batteriebettlern uns Items holen, ne? Aber ich bin ja wieder ich und gebe bei ihm nicht mein Geld aus. Weil ich erst in den Shop gehen wollte. Gut, gehen wir erst in den Shop. Ist okay, Conan, geh erst in den Shop. Da sehe ich die goldene Karte, denke mir so, das sieht voll aus, wie das Ding, was man in die Tür stecken muss. War es natürlich nicht, war die Member Card, die einfach hier im Shop eine Dings öffnet. Einen weiteren Untershop sozusagen. Ich kaufe also weiter fleißig ein, dass ich endlich dieses dumme Achievement bekommen kann. So. Die Batterie kann ich nicht kaufen. Also gehen wir runter. Hier kann ich leider nichts mehr einzahlen. Das Ding ist schon kaputt. Also gehen wir runter, holen uns hier noch ein paar Sachen. Bevor ihr jetzt sagt, wieso kaufst du denn Flug- und Spektraltränen, wenn du Azazel bist? Ich wollte nur mein Geld loswerden. Sonst nichts. Okay? Das war keine Dummheit. Ich weiß, was dieses Item macht. Ich wollte nur mein Geld loswerden. Sonst nichts. Genau. Also kaufe ich das und sehe dann, okay, die anderen Sachen kosten 6 Münzen, die anderen Sachen kosten 23. Ich habe noch 5 Münzen, ich kann das jetzt nicht kaufen. Ich brauche noch eine Münze. Also gehe ich wieder hoch und dann kommt mir der geniale Einfall, Moment mal, die Batterie kostet ja 5 Münzen. Ich habe doch ein Spacebar-Item, dann setze ich doch einfach ein und kaufe mir die Batterie und bekomme das Achievement Golden Racer, beziehungsweise das Item Golden Racer und habe damit diese 99 Münzen-Geschichte erledigt. So. Das zum Ersten. Jetzt beginnt die nächste Geschichte. Wir haben also dieses Achievement. Ne? Meine Achievement-Jagd hat hiermit ihren ersten Erfolg erreicht. Jetzt beginnt die nächste Geschichte. Ich habe gesagt, oh, wait a moment. Wir könnten ja, ne, wir können ja bei ihm hier, können wir ja Geld einzahlen, denn er würde mir ja ein Batterie-Item geben und davon muss ich ja auch ein paar sammeln von diesen Batterie-Items. So, also ist der ganze nächste Part hier jetzt Geld sammeln. Ich habe den Lucky Rock bekommen, damit kann ich Steine sprengen und Geld rausbekommen. Das habe ich dann jetzt eine Weile getan, bis wir genug Geld zusammen hatten. Außerdem habe ich hier noch die Feder bekommen im Itemraum. Auch eine schöne Geschichte. So, also ne, ich spreng hier einige Sachen, ich skippe jetzt hier schneller durch. Ich spreng einige Sachen und ich fange an einzuzahlen in dem Typ. Er ist leider ziemlich knauserig und auch nach, ich glaube, 13 Münzen oder so waren es, hat er noch nichts weiter gedroppt.
Ich also weiter am Rumsuchen, wie ich denn Geld bekommen könnte. Ja, wie könnte man nur Geld bekommen? Mensch, ich weiß auch nicht. Wie könnte man nur Geld bekommen? Ich weiß es nicht. Man muss natürlich ganz viele kleine Steine sprengen und hoffen, dass Geld rauskommt. Es gibt hier keine andere Möglichkeit, an Geld zu kommen. Nein, niemals. Okay, ich glaube, es war deutlich genug. Ach ja, so, ich also weiter rumgerannt, Steine gesprengt, Steine gesprengt, Steine gesprengt, immer wieder gehofft, irgendwas zu finden. So, er weiterhin einfach nur mich am Aufladen und Batterien raustroppen. Ich wieder bei 0 Münzen, 3 Bomben noch. Wo gibt's denn noch Steine? Ich muss irgendwo ganz viele Steine sprengen. Ah, Klung, hier sind noch ein paar Steine. Hier kann ich noch ein bisschen sprengen. Vielleicht gibt's ja noch Münzen. Yay, eine ganze Münze, sensationell. Erstmal in den nächsten Raum geguckt. Okay, da könnte ich auch noch mal sprengen. Also sprengen wir hier auch noch mal. Yay, noch eine Münze, sensationell. Ich bin begeistert. Dann sprengen wir da unten noch mal. Eins von den Häufchen muss ich mir aussuchen. Das war die letzte Bombe. Mehr Geld gibt's nicht. Wenn er jetzt bei den 5 Münzen nichts droppt, habe ich ein Problem. Drei, zwei, eins. Er legt noch mal los. Nichts. Zum Glück war ich dann doch nicht ganz so doof und habe dann doch dran gedacht, dass man ja auch diese Machines nutzen kann. Ich verstehe nur nicht, warum ich sie nicht sofort genutzt habe. Ich meine, ich habe dieses scheiß Schild. Ich kann einfach an die Maschine rangehen und ganz oft die Maschine nutzen. Warum war ich so doof, dass ich das nicht gleich gemacht habe? Stattdessen renne ich rum, minutenlang und nutze die Kacke mit dem Schild nicht. Hier, seht ihr das, wie schön man Geld einfach holen kann? Und das Schild nicht weiter nutzt, obwohl man es hätte tun können. Ach Mann, ich bin so blöd, ey. So, aber wie gesagt, so kriegen wir jetzt genug Geld zusammen. Und ihr seht schon, der ist enorm knausrig. Also der hat überhaupt keinen Bock, seinen Item preiszugeben. Der hat überhaupt keinen Bock. Es reicht einfach nicht. So, ich gehe wieder an die Maschine. Ich hoffe wieder, dass das Schild sich auslöst. Schild löst sich aus. Ich sammle erstmal Geld ein, anstatt es mit dem Schild weiterzumachen. Dann ist mir aufgefallen, okay, ich sollte das Schild erstmal ausnutzen. Und jetzt haben wir ganze 18 Münzen. Und probieren es weiter. Und er gibt einfach kein Item. Er gönnt einfach nicht. Und jetzt endlich hat er sich dann doch entschieden, doch mal zu gönnen. Menschenskinder. Also, erstes Batterie-Item von ihm. Wir hatten ja schon einige vorher. Ist auf jeden Fall ein Weg zum Achievement. Ne? Ist ein weiterer Weg. Ich glaube, keine Ahnung, das wievielte Item das jetzt war. So, wir werden jedenfalls, wenn wir diese Dinger sehen, also weiterhin solche Viecher erledigen. Nicht erledigen, sondern erledigen werden wir sie natürlich auch, weil ich muss 10 davon erledigen, aber wir werden uns Batterie-Items holen. Da haben wir jetzt ein weiteres bekommen. Hat, wie gesagt, nur ganz lang gedauert, weil ich erstmal Steine sprengen gegangen bin und ich verstehe vollkommen, wie ihr Kommentare aus Wut schreibt, wenn man sich das anschaut, was ich zusammenspiele im Nachhinein. Ich verstehe es so vollkommen. Okay. So, wir also jetzt weiter marschiert. Ich weiß nicht, was ich da jetzt noch gemacht habe, warum ich da nochmal hin und her gelaufen bin. Keine Ahnung, was ich mir gedacht habe. Irgendwie renne ich jetzt nochmal durch die Gegend. Ich weiß nicht, was los ist. Was mache ich denn da? Ich verstehe es gerade nicht, aber wir gehen jedenfalls zu Mom und besiegen sie. So, dann gibt es nochmal hier einen Engelraum. Ich hole mir natürlich das Negativ, denn im Moment dachte ich noch, das habe ich wirklich jetzt erst am Anfang dieses Videos verstanden. Im Moment dachte ich noch, ich muss The Lamp abschließen, um dann das Victory Lab zu starten. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Na gut. Na gut. So, da hole ich mir noch Mitre und so weiter. Na, alles coole Geschichten. Kann man machen. Gut, wir gehen also weiter. Ach, ihr habt dann noch die Engel besiegt, kann man auch machen. Na, dann jetzt hier
Ganz normaler Durchlauf, relativ normaler Durchlauf. Ich mache ein paar Bettlergeschichten. Ich mache da ein bisschen was. Ich mache da ein bisschen was. Ich will natürlich alle Räume kontrollieren, denn in verschiedenen Räumen könnte ja noch verschiedener Stuff sein. Zum Beispiel auch ein weiterer Batteriebettler. Das wäre doch eine coole Geschichte, habe ich mir so gedacht. Okay, wir gehen erstmal zum Boss. Erledigen den mit der Feder, dass wir die auch mal einsetzen. Bei Mama habe ich die komplett vergessen, die Feder, und ich kann sie ja zweimal einsetzen, weil wir den ja schon schön aufgeladen haben. Also hauen wir doch die Feder einfach auf den Typen drauf. Bekomme noch ein HP ab, bekomme noch ein Knochenherz. Ist okay. Passt, ne? So. Dann sehe ich, dass da noch ein Raum offen ist. Gut, gehen wir den Raum auch noch durch. Dann sehe ich, dass hier sogar noch ein Challenge-Raum aufgegangen ist. Gut, spielen wir den Challenge-Raum auch noch. Nichts Besonderes, einfach durch. So. Jetzt sind wir in Wumpe 2. Ich gehe erstmal Geheimraum sprengen und so weiter und so fort. Ganz normaler Wumpe 2, bis ich hier reinkomme. In die Kathedrale, sage ich schon. In die Arcade. Jetzt habe ich es leider schon ein bisschen gespoilert. Auch hier wieder ein Batteriebettler. Also auf geht's. Lasst uns dem Bettler Münzen geben. Wir haben ja 37, 42 am Anfang gehabt. Also genau, was wir wollen. Diesmal habe ich natürlich sofort das Geld ausgegeben und gehofft, dass er mir ein weiteres Batterie-Item droppt. Spannend. Und irgendwann hatte er tatsächlich ein Einsehen und damit haben wir das zweite Achievement in unserer Achievement-Jagd tatsächlich auch erreicht. Die Jumper-Cables sind ab jetzt ein Item, was wir einsammeln können. Oder ein Trinket, ich weiß es nicht, könnte beides sein. Da bin ich mir nicht sicher. Man sieht da nicht, ob es ein Trinket ist oder Dings. Jedenfalls auch dieses Achievement Success. So, der Part ist bei einer Stunde, die Nachkommentierung ist bei einer halben Stunde. Gut, wir machen alles doppelt so schnell. Sehr schön. Ach ja. Ach ja. Und ungefähr zu dem Zeitraum habe ich mich dann entschlossen, okay, wir machen einen Megapart draus. Wir machen einfach einen Megapart draus. Ich werde nicht nur zu Lamp gehen und dann in der nächsten Folge des Victory Lab laufen, sondern ich laufe das Victory Lab noch in dieser Folge. Das war meine Idee. Ja, ab jetzt läuft eigentlich alles wieder ganz normal weiter. Wir gehen halt die verschiedenen Wege durch. Na, wir kämpfen hier, das kann ich euch jetzt alles, weil ich meine, normalerweise würdet ihr euch das natürlich anschauen können und so, aber dadurch, dass jetzt kein Ton da ist, ist es völliger Schwachsinn. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass da irgendwas Spannendes passiert ist. Ich skippe es ganz langsam durch. Wir haben das Herz besiegt, wir haben nochmal einen Engelraum bekommen, da gab es nochmal den Holy Grail. An sich können wir eh schon fliegen. Ich habe es halt für das HP ab mitgenommen. Und da ich eh alles einsammle, ne, wurscht. So ein bisschen im Hinterkopf hatte ich auch diese 50 Items, die man bekommen kann. Aber ich meine, das sind so viele Items. Das ist schon, wäre schon insane, wenn man das jetzt hier in der Runde bekommt. Also die 50 Items bekommt man wahrscheinlich eher wirklich über so Zusatzgeschichten wie Restock und so Kram. Okay, auf den Bettler hatte ich schon gar keinen Bock mehr, weil wir waren so OP unterwegs, habe ich mir gedacht, ja, scheiß drauf. Eigentlich dumm, weil an Items denken und den Bettler ignorieren, kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Gut, jedenfalls, wir sind weiter am Rumlaufen. Dann habe ich hier mich für Lockpick entschieden und ab da Lockpick mitgenommen. Habe ich Lockpick schon vorher? Weiß ich gar nicht mehr. Ach, ich glaube, Lockpick hat mir der Bettler, der Schlüsselbettler vorhin gegeben. Ja, genau. Da habe ich mich ab dafür Lockpick entschieden. Ist auch egal, Trinkets, scheiß drauf. Dann haben wir hier noch die Maschine gefunden, hatte ich aber auch keinen Bock drauf. Ich wollte einfach nur noch durch. Ich wollte einfach nur noch durch. So, dann haben wir hier Satan besiegt, alles gut. Der Void ist aufgetaucht, aber ich wollte ja zu Lamp. Übrigens wäre natürlich eine gute Geschichte, dann hier The Void zum Beispiel mitzunehmen an der Stelle, weil man dann noch viel mehr Items bekommen kann. Aber gut. Man kriegt an sich ja auch hier im Darkroom recht viele Items. So, denn jetzt geht's los. Hier gibt's jetzt mittlerweile Devil Room Items. Das sind nicht mehr komplett nutzlose Kisten, hier gibt's jetzt Devil Room Items. The Pact, Abaddon
Und der Little Delirium, glaube ich, heißt das Viech. Ich habe eine Weile überlegt, wie ich das jetzt in der richtigen Reihenfolge einsammle, ohne dass ihr mich haut. Schaut euch, wie ich mich entschieden habe. Schaut es euch an. Ich habe eine Weile rum überlegt, dass ihr mich nicht haut, dass ich es in der richtigen Reihenfolge sammle. Ich habe erst Pact genommen. Dann habe ich mir den Delirium-Typ geschnappt. Und dann Abaddon. Und wenn ich mir das dann da oben so angucke, dann war das die richtige Entscheidung. Glaub, man hätte es auch Fekka drum machen können. So. Anstatt mich zu Emperor zu porten, zu Emperor, anstatt mich mit Emperor zum Boss zu porten, hatte ich jetzt aber den Gedanken, okay, ganz ehrlich, wir können hier noch Items bekommen. Ich guck mal, wie viele Items ich noch so zusammenbekomme. Ich also mich auf den Weg gemacht, hier Items zu sammeln. Deswegen jetzt hier ein ganz langer Part, Rumspielerei, Items sammeln und so weiter. Wir waren ja recht OP unterwegs. Ich hatte eigentlich keine Bedenken. Ich hatte eigentlich keine Bedenken. Und seht euch an, wie meine schwarzen Herzen einfach immer weniger werden. Ach, stopp! Hätte ich jetzt fast. Oh Gott, das hätte ich fast verpeilt. Jetzt habe ich es gespoilert, ist egal. Ich habe hier ein Zodiac-Item eingesammelt und wir haben vorher schon Aquarius eingesammelt. Und das war dann hier in dem Fall das dritte Stars-Item. Und das hat Folgendes freigeschaltet. Ich habe es gerade schon gezeigt, aber es ist egal. Hier habe ich noch ein bisschen am Überlegen, ob ich das wirklich mitnehmen soll, weil es ja meine Stats durcheinander würfelt. Also nicht durcheinander, sondern balanciert, aber ich sozusagen mein Damage verliere. Habe mich dann aber, wie gesagt, doch dafür entschieden, es zu nehmen. Zum Glück, denn hätte ich es nicht genommen, wäre mir dieses Achievement, wäre mir dieses Achievement verwehrt geblieben. The Stars are Calling. Und als ich The Stars are Calling freigeschaltet habe, ist es offenbar kein Item, sondern hier unten taucht dann ja auf, da hieß es The Planetarium, wo es unlockt. Ich weiß nicht, was das ist, das Planetarium, aber das ist offenbar vielleicht eine neue Ebene oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls hier The Planetarium unlocked, weil drei Stars-Items eingesammelt. Kann man machen. Ne? Kann man machen. Damit ist das schon das dritte Achievement gewesen. Und ich gerade so voll happy. Yo, das ist voll die Achievement-Jagd. Dieser Run war nicht umsonst. Es war so ein dummer Anfang mit dem Messer-Fail, dass ich da in die Trapdoor gelaufen bin. War so ein dummer Anfang. Und jetzt haben wir einfach schon drei Achievements in dieser Runde. Danke, Aggressor, dass du mir die Liste gezeigt hast. Weil so konnte ich den Run noch zu einem erfolgreichen Run führen. Habe ich da gesagt. Deswegen sage ich es jetzt auch nochmal. So, wir spielen weiter, wir spielen weiter, wir verlieren schwarze Herzen, wir verlieren schwarze Herzen, wir verlieren schwarze Herzen. Irgendwann ist es mir dann auch aufgefallen und ich denke mir so, eigentlich habe ich jetzt schon ganz schön viel schwarze Herzen verloren. Irgendwo war doch ein blaues Feuer. Das sprenge ich mal kurz, vielleicht kriege ich ein blaues Herz. Dem war leider nicht so. Ich trotzdem neugierig auf andere Räume, gehe also los, um weiterhin, gehe also los, um weiterhin Räume zu clearen. Ich habe mir immer gesagt, okay, wenn der Raum zu kritisch wird, dann kann ich mich hier immer noch rausporten. Einen Treffer habe ich ja sowieso durch das Holy Shield. Das heißt, da kann eigentlich nicht zu viel passieren. Würde dann nochmal getroffen. Ja, moin. Aber trotzdem habe ich mir gesagt, wir gehen trotzdem die Räume ab. Wenn die Räume so wirken, als wenn ich sie schaffen könnte, dann werde ich sie probieren. Wenn ich jetzt noch einmal getroffen werde mit dem Holy Shield, dann spreng ich mich, teleporte ich mich einfach zum Boss. Ich habe ja Emperor dabei. Okay, das ist also mein Plan. Falls ihr euch jetzt wundert, warum ich mit der Herzenanzahl da weiterlaufe und nicht doch lieber mal den Boss mache. Aber wie gesagt, wir gehen also weiter und wir versuchen uns an den Räumen. Ich habe hier gedacht, die Räume werden funktionieren. Ich werde da nicht großartig getroffen. Wir spielen also die Räume durch, bekommen damit noch ein paar Items mit. Ja, oder sind Items gespawnt? Ich weiß es gar nicht. Ach ja, hier sind doch zwei blaue Herzen gespawnt. Richtig, da habe ich mich gefreut, weil es dann doch sinnvoll war. Stimmt. Der Raum war auch für mich, schaffe ich auf jeden Fall. Gar kein Problem. Gibt leider nur zwei Bomben. Weiter im Programm. Ne? Also, die Räume noch gespielt hier. Immer wenn ich gedacht habe, ich schaffe den Raum, habe ich ihn gemacht. Und ja, das ging dann bis zum Ende auch durch. So.
Ja, auch den Raum haben wir noch mitgenommen. Und jetzt werde ich mal nicht mehr vorskippen. Jetzt schauen wir uns mal den Schlusskampf noch an. Da gab es nochmal ein Item. Ja, jetzt schauen wir uns mal den Schlusskampf noch an. Ich habe mich nicht hingeportet. Ich habe gesagt, okay, Emperor kann ich ja immer noch mitnehmen für den Victory Lab. Deswegen habe ich mich nicht hingeportet. Fragt mich nicht, warum. Keine Ahnung. Wir spielen also The Lamp. Ich habe 6,5 Herzen. Mit einem Knochenherz. Einem gefüllten Knochenherz, wohlgemerkt. Ich habe noch 5,5 Herzen. 4,5 Herzen. 3,5 Herzen, ich setze mal die Feder ein, wird mir gerade ein bisschen zu crazy hier. Dadurch, dass ich getroffen werde, kann sich die Feder auch öfter einsetzen. Das habe ich leider komplett verpeilt. Nicht, dass ich dadurch getroffen werde, dadurch, dass ich Schaden mache bei ihm. Oder? Ich weiß gerade gar nicht, was es ist. Jedenfalls, letztendlich besiegen wir ihn dann doch noch. Und mit einem Herzen und einem Knochenherz, was übrig ist, was leer ist. Also. Ich habe mich echt böse angestellt bei dem Boss. Das wäre fast schiefgelaufen. Ich meine, wir hatten die drei Achievements. Mir ging es hier wirklich nur noch um dieses Victory Lab. Und dieses Victory Lab. Ach Leute. Ach Leute. Ach Leute. Vielleicht kann sich der ein oder andere schon denken. Wie auch immer. Wir fangen also das Victory Lab an. Ich sammle weiter Items ein. Ich dachte so, vielleicht kann man hier auch das Achievement bekommen für die 50 Items. Ist aber völliger Schwachsinn. Das wäre ja voll Cheaten. Übers Victory Lab an die 50 Items rankommen, wäre ja Schwachsinn. Das ist Blödsinn. Das ist kompletter Schwachsinn. Also man kann über die Victory Labs keine Achievements weiterhin holen. Ich sammle sie trotzdem weiterhin ein, die Items. Also wundert euch nicht, wenn ich weiter Items sammle. So. Wir spielen also Victory Lab. Wir gehen einfach ganz normal durch. Alles ist cool. Alles ist easy. Wir spielen Bosse. Wir kommen in diese Ebene rein. Und irgendwann sage ich vollkommen scherzhaft, nehmen wir eigentlich auf und gucke nach unten auf die Anzeige von OBS, die ich die ganze Zeit eigentlich sehe. Ich habe ja mittlerweile extra OBS so gelegt, dass ich das Spiel sehe. Und die Anzeige. Nicht das Bild, sondern die Anzeige. Ob der Audiobalken ausschlägt oder nicht. Und ich stelle fest, der Audiobalken schlägt nicht aus. Ich habe nichts an Ton aufgenommen. Nichts habe ich an Ton aufgenommen. Hier kann ich dieses Video beenden. Hier kann ich dieses Video beenden und gebe jetzt ab an den frustrierten Conan in der Victory Lab, der eine Entscheidung getroffen hat, von der er hofft, dass ihr ihn nicht jetzt dafür hassen werdet. Vergangenheits-Conan, mach weiter. Oh mein Gott. Gott, ich habe 1 Stunde 20 aufgenommen ohne Ton. Warum? Ich habe nichts verstellt. Ich habe es nicht, obwohl ich OBS mittlerweile so lege, dass ich sehe, was los ist. Jetzt muss ich das zusammen. Oh, jetzt muss ich das. Oh nein. Jetzt muss ich die Kacke für euch zusammenfassen. Ach du Scheiße. Okay. Das war's komplett. Das war's komplett. Jetzt muss ich die Kacke für euch zusammenfassen. Oh, ich habe keine Lust mehr. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Ist das mein Scheiß Ernst? Ist das mein Scheiß Ernst? Na gut. Ich darf also einen Part aufnehmen, in dem ich Isaac zusammenfasse. Cool. Da freue ich mich ja richtig. Oh nee.
Oh nee. Oh nee. Also muss ich jetzt aber nicht erklären, was ich mache, weil das habe ich dann ja in der Voraufnahme praktisch erklärt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es. Das ergibt gerade überhaupt... Ich hatte nicht mal zwischendurch das Headset draußen. Das ergibt gar kein... Es hat einfach wieder auf Standard umgestellt. Und Standard ist bei ihm scheinbar nicht... die Dings... Ach, komm schon. Wir haben so viele Achievements. Jetzt hört ihr halt nicht meine... Oh, Mann. Die Originalaufnahme war so schön. Ach, ist das doch kacke. Ach, das ist doch komplett kacke hier wieder. Naja, dann muss ich es halt... Muss ich es halt nachkommentieren. Und ein bisschen durchscrollen und durchskippen und keine Ahnung. Ach, es ist doch schade. Das ist doch jetzt richtiger Müll. Das ist doch jetzt wirklich richtiger Müll. Ich meine, zum Glück hat es das Bild aufgenommen. Kann also, wie gesagt, nachkommentieren, was wir getan haben und so, aber es ist halt... Es ist scheiße. Es ist komplette Scheiße. Sollte ich nicht erklärt haben, was ich gerade vorhabe, ich will die Ritual beenden, es gibt ein Achievement. Ah. Also so ein Müll. Ganz im Ernst. So ein riesiger Müll einfach nur. Ich kann es nicht ändern. Ich muss wie immer das Beste draus machen, aber es ist scheiße. Oh, ich hab mich. Es ist so nervig. Es ist so ein kompletter Müll, dass das passiert ist. Ups. Nein, jetzt habe ich den Tick eingesammelt. Willst du mich verarschen? Wo kam der denn jetzt her? Jetzt hat er das überschrieben. Ach, du willst mich doch verarschen. Und eigentlich die A-Plus-Karte behalten. Naja. Dann nicht, ne? Weil den Tick werde ich nicht mehr los. Nur wenn ich einen Burning Stick finden würde oder irgend sowas ähnliches. Aber den Tick werde ich so nicht mehr los. Kann man nicht ändern. Kann man leider gerade nicht mehr ändern. Wie wirkt es eigentlich auf... Na, ist egal. Ich gehe aber, wie gesagt, ich gehe davon aus, selbst wenn ich jetzt hier irgendwas mit den Achievements versuche, dass das hier sich nicht auswirkt. Deswegen... Aber eigentlich zeigt es da oben kein Dings an, von wegen, dass Achievements jetzt nicht zählen würden. Ne? Also eigentlich zeigt es da oben sowas nicht an gerade. Weiß es nicht. Aber das wäre halt eigentlich zu einfach, mit einem Victory Lab so Achievements zu bekommen. Und normalerweise zeigt es ja bei den Challenges dann immer an, wenn ein Achievement nicht möglich ist. Keine Ahnung. Wir würden es feststellen, sollten wir einen der Räume finden mit einem Bett. Würden wir so einen Bettraum finden, dann könnten wir es feststellen, ob diese Achievements funktionieren oder nicht. Weil da muss ich einmal schlafen im Bett und dann habe ich mein Achievement. Es ist doch kacke. Komplette Kacke, die ich da wieder fabriziert habe mit der Aufnahme. Okay. Den sprengen wir gleich mal.
Habe ich euch bestimmt in der Voraufnahme erzählt. Ich muss 5 davon sprengen. Oder halt kaputt machen. Ist auch ein Achievement. Habe ich euch... Ich werde euch alles in der Voraufnahme erzählt haben, deswegen. Aber jetzt gerade, wo ich es halt jetzt aufnehme, weiß ich es leider nicht. Was ich gleich euch noch erzählen werde, weil ich es jetzt erst dann aufnehmen muss nachher. Ey, es ist so dumm. Es ist so freaking dumm. Dass ich die Kacke jetzt... Dass ich die Kacke jetzt einfach nachaufnehmen muss. Yo! Ich habe so ein hohes Tiers-Up mittlerweile. Ich habe das gar nicht mehr gemerkt. Dass ich einfach nur drücken muss und er schießt. Das ist nice. Ich meine, wir sind im Victory Lab, ne? Es ist klar, dass das noch eine ganz andere Geschichte ist. Aber es ist schon nice. Aber das... Ach, nee. Hui! Nein. Ach, bin ich gerade genervt wieder, ne? Aber ich kann es halt nicht. Es ist halt eigene Dummheit, weil ich wieder nicht nach... Ich mache mittlerweile OBS sogar so, dass ich sehe, dass ich diese Anzeige sehe. Und mir fällt nach einer Stunde 20 auf... Mir fällt einfach nach einer Stunde 20 auf, dass die Anzeige nicht hochgeht. Ist es mein Kackernst? Ist es wirklich mein Kackernst? Es kann doch nicht, das ist doch nicht. Ist doch nicht mehr normal, sowas. Also wie blöd kann man denn sein? Ja, es gibt hier teilweise auch die gleichen Items jetzt sogar. Wobei ich glaube, das 1 to lowest stats, das gibt es immer wieder. Keine Ahnung. Ergäbe zumindest Sinn. Ich setze mein Space Beitrag halt nicht mal ein. Ich hab's und ich setze es halt einfach nicht ein. Ah, guck mal, hier ist auch so ein Kreuz. Ach so, ja, das wisst ihr ja gar nicht. Ich habe mich vorhin über die Kreuze gewundert am Boden. Und meinte so, vielleicht hat es ja was mit der Tür zu tun. Aber nee, hat's halt nicht. Ach, können wir einfach... Ich habe keine Lust mehr. Können wir einfach durch. Aber jetzt habe ich echt keine Lust mehr, weil ich muss jetzt gleich nochmal... Das kostet mich bestimmt nochmal mindestens... Mindestens eine halbe Stunde bis eine Stunde. Diesen Blödsinn nachvertonen und kommentieren und... Oh. Nee. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Es war so eine schöne Aufnahme, Mann. Vor allem, als ich mich dann dazu entschieden habe, dass ich einfach eine große Folge draus mache. Eine riesige Folge sozusagen. Ich habe mir dann auch gedacht, okay, cool. Und jetzt ist es gar nicht mehr cool. Jetzt ist Kacke. Ich hoffe, ich denke an alles, was ich gesagt habe in der Aufnahme. Oh, man. Ich mach's halt dann so. Ja, ich meine, ihr habt... Ich brauche euch jetzt nicht erzählen, wie ich es mache, weil ihr habt es ja mittlerweile gesehen, wie ich es mache. Brauche ich überhaupt nichts erzählen. Ihr habt alles gesehen. Das ist alles obvious. Bin auch noch Leviathan geworden. Cool. Scheiß, ey. Lass mich in Ruhe. Dich ignoriere ich jetzt mal wirklich. Dich ignoriere ich jetzt mal wirklich. Ich habe keinen Bock auf die Kacke. Geh halt auf. Moin. Wow, ich wurde echt nochmal getroffen.
Meinetwegen. Take ich den Hit. Kein Problem. So, jetzt kämpfen wir aber nicht mehr gegen den Typ. Jetzt haben wir auch oft genug gegen den gekämpft. Heieiei. What? Wieso geht das jetzt auf? Wieso geht das jetzt in meinem Victory Lab auf? Wenn ich jetzt mit OP-Kram da durchgehe, ist es natürlich böse Spoilern, was da kommt. Aber ich meine, es ging auf. Liegt es am Schlüssel, weil ich den Schlüssel habe? Was habe ich für ein Item, was das jetzt aufgemacht hat? Hä? Hä? Ich will da... Ich meine, ich habe mich damals mit Delirium ja auch gespoilert, so gesehen. Seid ihr mir jetzt böse, wenn ich da jetzt einfach durchgehe? Liegt das am Schlüssel? Hat der Schlüssel das aufgemacht? Was habe ich für ein Item, dass das aufgeht? Was ist passiert? Ich bin gerade so sauer auf mich. Ich gehe jetzt da durch. Führt das denn jetzt hin? Hä, das führt einfach nach Gehenna? Aber da waren wir doch schon mal. Da kommt doch jetzt der normale Mom-Kampf. Ob, wenn man den Weg geht, dann was anderes nachher? Gerade einfach böse verwirrt, ne? Bin gerade einfach richtig böse verwirrt. Wo ist Hierophant? Ich wollte Hierophant mitnehmen, danke. Ah, dummer Treffer. Egal. Ich bin gerade echt böse verwirrt. Ist das jetzt... Ist das das Gehenna 2, das normale, oder ist das ein anderes Gehenna 2? Ich verstehe gar nichts mehr. Also ich hoffe, es ist egal, wie man den Run beendet, selbst wenn man ihn jetzt so, keine Ahnung, beendet. Okay, aber wir wissen jetzt schon mal, das Ding führt im Prinzip nur, in Anführungszeichen, nach Gehenna 2. Aber vielleicht löst es irgendwas anderes aus, wenn man diesen Weg geht. Ich weiß jetzt leider nicht, weil ich halt Millionen Sachen dabei habe, was dafür gesorgt hat, dass es aufging. Ich würde jetzt ganz spontan vermuten, dass es der Schlüssel war. Aber ich weiß es halt auch einfach nicht.
ist gar nicht so schlecht. Ich bin eh viel zu lang, viel zu schnell unterwegs. Wir warten mal kurz. Ich bin im Bossraum und da ist ein Item. Ich warte mal kurz, bis meine Sicht wieder normal ist. Es ist jetzt definitiv was anders. Was bist du denn? Dad's Note. Spent it. It's gone. Just get over it. You mean it's gone? How can you have spent our savings? Mausoleum 2. Es gibt nur einen Bossraum. Nee, Hier ist ein Itemraum eingezeichnet, der ist nicht... Okay, also ist definitiv was anderes passiert. Wir nutzen jetzt die... Okay, wir spoilern uns jetzt mit der Victory Lab. Ja gut, wenn das Spiel das zulässt, dann kann ich nichts dafür. Hä? Will ich da jetzt rein? Oder nicht? Oder will ich weiterspielen? Was ist das Ziel, dieses Ding da zu finden? Oder komme ich hier raus? Wie komme ich scheinbar raus? Okay, wenn ich hier rauskomme, dann würde ich es jetzt doch nutzen. Und nicht weiterspielen und es lieber rausfinden in einem normalen One. Komme ich hier raus? Ich komme hier raus. Nee, ich bin... Hä? Wait, muss ich jetzt wieder zurück? Ist das jetzt wieder wie... Oh shit, dann war das richtig. Das ist wie bei Back-Ass-Wars. Ich muss wieder zurück. Das ist wie bei Back-Ass-Wars. Und Itemräume sind einfach leer. Nee, hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Okay, ich muss wieder zurück. Alles klar. Und da hört man jetzt den Streit der Eltern. Wenn man ihn hören würde. Oh, shit. Okay, mir bleibt nichts anderes übrig, als jetzt hier weiter zu spielen. Ich wollte ja das Victory Lab abschließen, jetzt bin ich hier da rein. Oh, nee. Wieso geht auch die Tür jetzt auf? Mann, oh, das ist doch... Das ist doch alles furchtbar. Was ist das für ein... Wait, das ist auch noch Part 66, ne? Ja, es ist Part 66. Irgendwie passt es ja. So, Zahl des Teufels mäßig, dass das Part 66 ist, okay. You need to confess your sins and become saved. Let his light inside you cleanse your soul. You are taking this too far. Do you hear how you sound? Also man muss dann nochmal komplett alles zurückspielen. Das ist natürlich nochmal viel, viel schwieriger, wenn man nicht OP unterwegs ist in einem Victory Lab. Ich möchte es nochmal kurz betonen, ne? Das spiele ich ja normalerweise in einem normalen One. Das heißt, nachdem man in Depths 2 ist, geht man hier dann wieder rückwärts. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das dann der Fall ist, dass man jetzt hier doppelten Schaden nimmt oder nicht. So, keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall viele Champion-Gegner, da nimmt man ja sowieso dann doppelten Schaden. Ich wollte es mal kurz testen. Ja, zu spät. Ich wollte es mal kurz testen. Ja gut, ob das jetzt wieder ein Champion-Gegner, dann nehme ich halt eh doppelten Schaden.
Und man verliert auch immer wieder mehr Stats, je weiter man hochgeht. Das ist jetzt hier, wirkt es nicht so. Hier wirkt es nicht so, weil wir halt eh OP unterwegs sind, ne? Jo, aber das sieht schon... Das sieht schon übel aus. Vor allem, was da für Gegner dann teilweise auftauchen und wie stark die sind. Wenn ich in meinem Victory Lab schon ewig brauche, um den zu besiegen. Wie stark ist der dann erst in echt? Ne? Ja, das hat mir jetzt auch ein ganzes Herz abgezogen. Ja, lol. Nee, mit dir spiele ich jetzt nicht. Und ich habe eigentlich gedacht, ich komme mit dem Lichtstrahl, komme ich wieder raus. So nach dem Motto, okay, du kannst auch gehen. Nein, kann man nicht. Basement 1. Wir kommen jetzt praktisch wieder aus... Wir kommen jetzt aus dem Basement wieder raus und würden dann ja sozusagen, wenn man das jetzt der Story nachverfolgt, treffen wir dann ja... Also wir sind ja hier reingegangen, als wir vor Mom geflüchtet sind. Und jetzt gehen wir wieder raus. Ah, ich höre gerade leider nicht auf die Story, sorry. Das wäre wahrscheinlich irrelevant gewesen, einzuhören. Ich habe leider drüber gequatscht, es tut mir leid. Don't be mad at me, dass ich es auf die Art und Weise rausfinde, wie das Ende vom Spiel ist. Dieser Run ist in so vielen Hinsichten so verkorkst. Es ist ein perfektes Ende. Es ist ein perfektes Ende, den finalen Boss in einem Victory Lab zu bekommen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Es tut mir leid. Jo, Basement ist einfach nochmal riesig zum Schluss. Guckt euch an, das ist... Ja, okay, es ist nicht... Es kam mir nur riesig vor. Jo, das war's. Wo landen wir jetzt? Home. Wir landen zu Hause. Oh mein Gott. Das ist eine Ebene. Oder was? Kann ich sagen, sprengen? Nein. Jo, hier hat sie Fernsehen geguckt, da hat sie dann... Oh mein Gott, oh nein. Wait, ist dann hier mein Kinderzimmer? Nee, wo ist... Quatsch, Home ist ja, das war mein Kinderzimmer, theoretisch. Das ist das Schlafzimmer. Wir gehen ins Bett. Was bist du denn? Explore the other side, red key. Lass das jetzt mal ungenutzt. Ich lass das Ding jetzt mal ungenutzt. Vielleicht, dass ich noch nicht ganz mich komplett spoilere. Keine Ahnung. Yo, jetzt komm, was kommt denn hier jetzt raus? Azazel versus Dogma. Ich möchte bedenken, wenn wir das jetzt hier gut schaffen, liegt es nur daran... dass wir böse OP sind. Und dass ich sonst keine Ahnung von dem Kampf habe, wie er geht. Okay, der Fernseher ist hinüber. Alles klar. Alles klar, Dogma. Oh, ich könnte hier mal ein paar Dinge setzen. Okay, das hat ganz gut geholfen, die Dinger zu setzen.
Der hätte mich, glaube ich, sonst ziemlich böse erledigt, selbst im Victory Lab. Holy shit. Holy shit. Was bist du denn? What? What? Seit wann ist Isaac ein Side-Scrolling-Shooter? Wieso darf der das? Oh Gott, wie viele kommen denn da? Ich werde die Victory Lab nicht schaffen. Wenn das so weitergeht. Ich setze jetzt überall mal die Viecher hin, dass die mir hier ordentlich helfen. Moin. Das sind einfach die Dings, nochmal, die apokalyptischen Reiter, ne? Alle. Vier. Ne, sind es vier? Ja, es sind nicht vier sein. Nein, mit diesen Sprinklern ist das natürlich eine nice Geschichte. Cool. Jo, was bist du denn? Okay. Gut, dass die Sprinkler mitgehen und einfach Damage machen. Ich habe aber jetzt leider keine Ahnung, wann er angreift. Ich glaube, ich habe ihn. Was zur Hölle? Reached down into the earth, smiting the mother of harlots asunder and setting the blood lake to a boil. As the beast descended down into the lake of fire, the beast. Isaac ascended towards the crack in the sky, and as he flew, he could see echoes of his past before him. He saw his mother mourning the loss of her son. He saw his father leaving them without turning to say goodbye. He saw his mother sleeping, and his father taking money from her purse. He heard the late night fights they had that kept him up at night. And the guilt he felt for what he believed he was causing. He felt the pain in his stomach during those sleepless nights, and saw his shadow in the closet waiting for him. As he rose, he felt his fears drop from his body, his shame, his worry, pulled from his being. As he became lighter, his ascent became faster. He saw his one true companion alive and well. He saw his mother and father together again, holding each other. He felt his mother kissing him on the head after he had said his prayers, and the comfort in knowing someone was watching over him. He saw his own birth, and the faces of his parents filled with joy and optimism. And then he saw nothing. Are you sure this is how you want this story to end, Isaac? You're the one writing it. It doesn't have to end this way. Here, how about we tell it a different way? Maybe a happy ending? Okay, Daddy. Good. Are you getting sleepy yet? Yeah. Okay, so, Isaac and his parents lived in a small house on the top of a hill. Wisst ihr, was dramatisch gewesen wäre?
wenn ich mich schon komplett mit dem Ende spoiler und dann nicht mal die Victory Lab schaffe. Ich habe das ja nur gemacht, weil ich dieses Victory Lab Achievement haben wollte. Ich hätte niemals eine Victory Lab sonst gespielt. Ich hätte nicht gedacht, dass diese scheiß Tür aufgeht. Wieso habe ich es versucht? Aber what has been seen can't be unseen. Part 66. Entweder ihr hasst mich jetzt danach, weil ich es jetzt mir auf die Art und Weise angeschaut habe. Oder ihr sagt, hey, ist doch okay, wenn das Spiel das so macht, dann ist es nicht deine Schuld. Bruder. Ich bin durch. Und das Problem ist, ich bin noch nicht durch genug. Ich muss jetzt noch... Ich habe kein Achievement fürs Victory Lab bekommen. Sehe ich das gerade richtig? Hat er das jetzt gewertet, als ich habe das geschafft mit Azazel? Kann nicht sein, oder? Nein, okay. Da ist nichts Neues dazu gekommen. Gut, gut, gut. Aber ich habe kein Achievement fürs Victory Lab bekommen. Ich dachte mit dem Victory Lab... Naja, aber dann haben wir jetzt trotzdem uns das mal angeschaut, würde ich sagen. Wieso ging die Tür auf? Hatte ich wirklich ein Item dabei oder geht die im Victory Lab einfach auf? Das ist die gute Frage. Ich muss mir... Oh Gott. Jetzt muss ich diese ganze Voraufnahme machen. Hätte ich einfach normal zu Blue Baby gehen müssen, dass das Victory Lab erkannt wird? Zählt das nicht als Victory Lab, wenn ich nochmal dieses Ende spiele? Was heißt nochmal? Ach du Scheiße. Aber wir wissen jetzt den Weg. Wir kennen jetzt den Weg. Der Endboss ist Dogma und The Beast oder so. Und vorher kommen diese vier Abgeordneten. Alter, hätte ich jetzt nicht diese Sprinkler-Attacke gehabt, ich glaube, ich wäre draufgegangen. Ich wäre einfach draufgegangen. Ja, das ist jetzt passiert. Danke fürs Zuschauen, hoffe ich. Bitte seid mir nicht böse. Und tschüss.